Ich kann es irgendwie natürlich auch ein Stück weit nachvollziehen, dass er enttäuscht ist. Und das ist ja klar. Ich fand jetzt seine Reaktion vielleicht auch ein bisschen überzogen, ein Rücktritt und dann auch, sagen wir mal so, die Gründe, die er genannt hat. Also jeder, der uns kennt, der weiß eigentlich, dass wir die Spieler auch immer anhalten, ihre Meinung zu sagen und offen und ehrlich zu sein, uns auch kritisch gegenübertreten, wenn es denn sein muss, weil das ist bei uns einfach auch diese Dinge sind bei uns schon auch groß geschrieben, dass man offen und ehrlich miteinander umgeht und dass jeder bei uns seine Meinung sagen kann. Also ich empfand es auch nicht unbedingt so als die ganz große Kritik an mir jetzt persönlich oder am Trainerteam, sondern ich empfinde so auch ein bisschen Kritik gegenüber seinen Kollegen, die ausspielen, weil er stellt ja manche dar, die bei uns schon ewig spielen, die bei uns zu den Führungsspielern gehören, wie wenn sie so ausgemachte Vollidioten wären und nur noch deswegen bei uns sind, weil sie nicht ihre Meinung sagen. Also von daher fand ich die Reaktion natürlich ein bisschen überzogen, aber ich kann es auch irgendwo verstehen, dass er natürlich enttäuscht war.